Ja, hallo, Michael Kotzer, der Rucksackunternehmer. Willkommen an diesem fantastischen Tag zum besten Video aller Zeiten. 8.900 Euro pro Monat Goldgrube. Ich weiß es nicht. One line a day. Ich weiß es immer noch nicht, was es ist. Wir schauen uns das an. Ich bin so gespannt. Ich meine, 8.900 Euro im Monat. Was würdest du machen? Einfach mal, wenn du so viel Geld hättest. Ich meine, sorry, aber du hast 5.000 Euro zum Leben und hast noch ein paar tausend Euro zum Sparen oder so. Wie wird sich dein Leben verändern? Schreib mal in den Kommentaren, hey Michael, 5.000 Euro, das würde ich machen und so. Das wäre sehr, sehr geil oder auch nicht. Oder du sagst, hey, ach, ich verdiene jetzt gerade mehr als 8.900 Euro. Schreib einfach mal in den Kommentaren, ich freue mich drauf. Ich würde einfach mal sagen, komm, wir starten das Video. Es ist der liebe Leon, 1.100 Aufrufe. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tutorial. Im heutigen Video würde ich gerne mit euch über One-Line-A-Day-Notebook-Journals sprechen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr mit diesen Büchern bis zu 8.900 Dollar verdienen könnt. Ich möchte euch erklären, was das für Journals sind und vor allen Dingen auch, wie ihr solche Journals umsetzen könnt. Ich war irritiert. Er hat hier noch die, das ist ein bisschen ein älteres Video, was eine Woche, zwei Wochen alt ist oder so. Ich glaube, er hat mittlerweile eine neue Kamera oder hat die neu eingestellt. Und das ist noch die alte Kamera. Es flippert in der Brille und er ist so ein bisschen unscharf. Ja, die neue Kamera oder die neue Einstellung, da ist auf jeden Fall jetzt ein bisschen schärfer. Ja, schauen wir mal. Mehr dazu gibt es aber gleich nach dem Intro. Es soll also heute hier in diesem Video um One-Line-A-Day-Notebooks gehen und ihr werdet sehen, dass es hier nicht nur viele Hardcover-Bücher gibt wie diese hier, sondern auch alle möglichen Self-Publisher, die in dieser Nische richtig, richtig gutes Geld verdienen. Zum Beispiel dieses Notebook hier, das sieht man zum Beispiel... Was ist das? Ist das dann halt ein Buch, wo dann halt jeden Tag eine Linie ist oder so? Oder wo du was reinschreibst oder so? 365 Tage, 365 Linien oder was? Was? Aus wie so ein Self-Publishing-Buch und dieses Buch hier ist tatsächlich der Bestseller in dieser Nische und es gibt halt alle möglichen von diesen Büchern, zum Beispiel für Kinder, zum Beispiel für Erwachsene und so weiter und so fort. Ihr könnt ja einfach mal genau diesen Hashtag hier auch auf Instagram eingeben, nämlich One Line a Day und da werdet ihr sehen, dass ganz, ganz viele Leute genau diese Notizbücher hier haben und jeden Tag einen einzigen Satz niederschreiben. Mit One Line a Day ist einfach nur gemeint, dass die Personen einen Satz niederschreiben, um praktisch eine Erinnerung festzuhalten. Zum Beispiel sind diese Bücher ausgelegt auf 5 Jahre oder 3 Jahre, wie viele Jahre auch immer. Und wenn eine Person dann zum Beispiel sagt, gut, ich möchte so ein Buch gerne führen, dann kann diese Person halt einen Satz jeden Tag niederschreiben und schafft es dadurch zum Beispiel jeden Tag annähernd sich zu behalten. Jetzt aber mal was Cooles, wir haben das schon lange nicht mehr gemacht, ne? Wir machen das jetzt einfach mal, komm. Wir suchen uns den Headcom, damit wir auch keinen Schreibfehler drin haben und sich jetzt hier blamieren live. Was machen wir jetzt? Wir machen ein Experiment. So, machen wir das jetzt hier, kopieren. Dann gehen wir hier vorne auf eine neue Seite. Jetzt gucken wir uns einfach mal, können wir dazu eine Verkaufsseite bauen? Das wäre doch cool, oder? Gibt es die Domain One Line a Day? Okay, wir führen das jetzt hier ein. Was machen wir jetzt? Wir machen einfach mal erstmal ohne Bindestrich, weil das ist ja amerikanisch. OneLineADay.com. Ja, und dann machen wir eine Verkaufsseite darüber, dass die Leute, die dann halt über Google suchen, uns auch finden. Ich gehe nochmal hier rüber. Bada, hier bin ich. OneLineADay.de. Wäre frei. OneLine.day. Wäre auch kostenlos vorbestellen, gibt es noch nicht. 3 Euro. EUATCH.net. OneLineADay.net. Wir machen dort eine Verkaufsseite, dass wir nicht nur bei Amazon gefunden werden, sondern auch über Google. Und dort promoten wir. Also jetzt können wir die Sachen machen. Wir können unser eigenes Buch promoten, ganz groß. Bisschen Text. Und wir können natürlich andere Bücher als Affiliate promoten auf OneLineADay.net. Dann können wir noch machen, wir können das auch so machen. One line, eins line. Vielleicht können wir das auch so machen. .com ist belegt, ne? So wie das aussieht. Also net ist auch frei. Jetzt wird. Ja, okay. Dann können wir noch mal ganz kurz gucken. One line a day. Wir machen das noch einmal mit Bindestrich. Aber das Punkt net. Warum nicht? One line. Day.net, dort ein Affiliate-Blog, dort das eigene E-Book, was wir jetzt machen, so wie der Leon.
Und wir können dann noch ein bisschen Affiliate-Einnahmen generieren und so. Und können das dann auch, die Domain dann auch posten und so. Und es werden ja auch höchstwahrscheinlich über Google die Leute suchen. One line a day. Die Ehe ist auch wieder frei. Ist ja jetzt, ja, muss ich mal gucken, wie viel das in Deutschland wirklich suchen. Die .com-Domain ist einfach besetzt, ne? Aber nett wäre auch frei so. Schon hättest du wieder eine Idee für eine Webseite. Ja. .com ist echt besetzt, ne? .com, nochmal ganz kurz. Ja, ist belegt. Aber .net ist eigentlich auch nicht verkehrt. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an. Können wir denn da einfach mal ranken? Gibt es da noch andere Keywords? Also wir sehen sofort bei Bücher.de und so weiter. Outfitters, ja, da gibt es die Bücher auch, habe ich auch schon gesehen. One Day, Amazon macht dafür Werbung. Also wenn du dieses Buch hast, Amazon macht sogar Werbung für dein Buch, wenn das da listest. Ja, ist es, vielleicht zeigt der Leon das auch so etwas, aber ich wollte das einfach mal mit euch hier durchgehen. Amazon, hier, Amazon Werbung, Amazon Link, Thalia. Aber eine Domain finde ich jetzt erstmal nicht. Thalia. Das als Blog, Tagebuch für 5, also vielleicht auch als .de-Domain in Deutsch. Wenn das so ein Trend ist, warum nicht? Was gibt es da noch? Wir können hier unten auch nochmal gucken. Übersetzung, Deutsch, Journal, Thalia, Buch, Beispiele und so weiter. Also wir haben auf jeden Fall genug Keywords, um da auch Blogartikel drüber zu machen oder auch auf der Startseite so Art eine Landingpage genug Keywords. Ne? Wäre jetzt eine coole Übersetzung. Was haben wir noch? Book. Canvas, Deutsch, ja, so ein Tagebuch, One, ja, Journal, das sind diese Keywords, die sehr, sehr gefragt sind. Also, du willst es als Affiliate machen, kannst du auch als Affiliate machen. Du willst das halt so ein Buch machen, warum nicht? So gehe ich immer ran an so ein Business. Ne? Wenn du nicht weißt, was du machen sollst, JetZ Affiliate System, Link ist auch in der Beschreibung. Im JetZ Affiliate System zeige ich euch sehr, sehr viele Sachen. Aber das wäre jetzt etwas, wo ich dann halt so eine Geschäftsidee sehe. Ich sehe einfach ein YouTube-Video und denke mir so, hey komm, oneline-a-day.de und dann, ja, vielleicht bist du der Nächste, vielleicht sicherst du dir die Domain .de.net. Schreib einfach mal in den Kommentaren, hey Michael, Domain gesichert, geht jetzt online. Und dann haust du da sofort WordPress drauf, sofort auch hier, wir sehen ja auch hier vorne die ganzen Produkte von Amazon. Wir können da nochmal ganz kurz draufhauen auf diesen Artikel. Und Englisch, natürlich auch in Deutsch und so, wenn dann halt, ja, vielleicht sogar zwei Seiten, die .net registrieren, auf Englisch den Content machen und .de auf Deutsch, dann könnt ihr die Seite spiegeln, nur mit dann halt eine Übersetzung. Und gehst du dabei Fiverr hin, schreibst du erst, machst du erst die Seite .de fertig, hast den ganzen Text fertig und dann sagst du dem Übersetzer, hey, jetzt übersetzt mir das Ganze und dann haust es raus. Wenn du schon so eine Nische siehst, dann mach das so, mach es vernünftig oder lass es. Okay, schauen wir weiter. Halten bzw. eine Erinnerung für diesen Tag festzuhalten. Wenn ihr den Begriff auf Amazon eingebt, dann werdet ihr natürlich alle möglichen Bücher finden und wir können uns hier einfach mal dieses Buch hier vom Bestseller Rank anschauen. Klicken wir einfach mal drauf, scrollen wir hier ein bisschen nach unten und da sehen wir, dass dieses Buch hier ein Bestseller Rank von 32.895 hat. Das Ganze schauen wir mal wieder nach hier in TCK Publishing und gucken uns mal an, wie viele Sales das. Ah, noch etwas, ne? Würde ich jetzt auch nochmal machen, ne? Guck mal. Und dann sagst du, ey, komm, ich habe den Blog fertig und so weiter. Jetzt gehe ich nochmal auf YouTube und dann googeln wir einfach mal auf Google One Line a Day und dann schauen wir da einfach mal an, was haben wir da für Videos. Jetzt finden wir den Leon sein Video, wa? Ja, er jetzt echt auf Platz 1. Hier, das Video hat einfach mal fast 4000 Aufrufe. Da zeigt jemand sein Buch und wie er das ausfüllt oder so. My Journal, 13.000 Aufrufe vor 3 Monaten oder so. Also du könntest jetzt auch noch einen YouTube-Kanal starten zu deinem Blog, ein paar Videos machen und hast einfach mal 13.000 Aufrufe. Du hast dir dieses Buch vielleicht auch gekauft. Du bestellst dir das heute bei Amazon. Schreib mich auf Instagram an, ich schicke dir einen Affiliate-Link. Schreib mich auf Instagram an, ich schicke dir einen Affiliate-Link. Zu Amazon, du kaufst dir das bei Amazon, dieses Buch.
packst es aus und sagst, wie du es ausfüllst oder machst dann nochmal, hey, nach 3 Monaten, wie du erstmal wieder ausgefüllt hast, das leere Buch, was du damit machen möchtest oder so in deutscher Sprache, vielleicht auch in englischen Video, dann machst du halt noch ein zweites Video nach einem Monat, wo du sagst, hier, guck mal, was ich da alles reingefüllt habe oder so, wenn es nicht geheim ist oder so und nach 3 Monaten oder so und das dann jetzt mal, hey, du willst auch dieses Buch haben, klick jetzt unten in der Beschreibung, packe ich da das Buch rein, was ich mir auch gekauft habe und so und kannst sofort Affiliate-Marketing machen. Und das Video hat 13.000 Aufrufe nach 3 Monaten oder hier oben 3.000 Aufrufe oder so. Warum nicht? Die Frau hat 5 Jahre oder was? Hammerhart. Okay, das hat nur 200 Aufrufe oder so. Und das Tolle ist, wenn du dann halt dieses Video gemacht hast, wo du das selbst auspackst oder so, hast du wieder Content für deinen Blog. Du kannst es ja als, wieder eine Landingpage oder so, die besten One-Line-A-Day-Books oder so. Und hast überall die Affiliate-Links drin und kannst natürlich auch dein Video auf dem Blog einfügen. Rein theoretisch könntest du ja auch diese Videos einfügen auf dem Blog, wenn man die einbetten darf und so. Das darf man ja auch. Und so will ich das machen. Und schon verdiene ich Geld. Und deshalb verdiene ich auch ein bisschen mehr Geld wie so manch anderer. Okay, wir schauen einfach mal weiter. Pro Tag sind. Dazu einfach hier auf Book draufklicken und dann auf Calculate Sales. Das sind derzeit 134 Sales pro Monat und 9 Sales pro Tag. Das heißt, das Ganze kann sich auf jeden Fall lohnen. Jetzt wollen wir uns aber erstmal im Detail anschauen, wie viel Geld tatsächlich. Ach so, dieser Blog One Line, da würde ich auch Tagebücher reinpacken. Ne? So die 3 besten Tagebücher oder so und vielleicht auch eine Anleitung. So führst du ein Tagebuch oder so. Dazu Blogbeiträge nach und nach veröffentlichen. Und dann natürlich auch dann 3 Tagebücher unten verlinken oder so, die im Bestseller-Rank haben oder so. Und vielleicht auch so andere Sachen, ja, die dazu passen. Also, weil diese One-Line-Dings, da gibt es ja auch viele, viele andere Sachen. Und dann packen sie da auch rein. Diese Bücher hier machen. Ich habe einfach mal den Begriff One-Line-Day-Journal bei Publisher Rocket eingegeben und habe da Folgendes herausgefunden, nämlich dass extrem viele Nischen sich in dieser Nische hier lohnen. Übrigens, viele hat mich gefragt, lohnt sich überhaupt denn diese ganze KDP-Geschichte überhaupt noch? Lohnt sich Fiction? Und diese Keywords, das sind schon deine Titel für die Blogbeiträge. Ja, ein paar werden sich dann halt so ein bisschen überschneiden oder so, aber du kannst ja jeden Monat einen veröffentlichen mit einem Blogbeitrag und wir haben gerade gesehen, dass da überhaupt nicht so viel Content da sind. Da gibt es keine großen Blogs. Das heißt, vielleicht auch mal so 600 Wörter Content können dir schon ein gutes Ranking besorgen, weil du nicht viel Konkurrenz hast. Oder nur Amazon und Thalia und das so in deutschsprachigen Raum. Im englischsprachigen müsste man dann nochmal gucken oder so, aber du kannst die Texte ja einfach übersetzen lassen. Bei Fiverr. Ja, das ist cool. Bücher, lohnen sich Non-Fiction-Bücher, lohnen sich solche No- bzw. Low-Content-Bücher und von meiner Seite aus kann ich euch einfach nur Folgendes sagen, nämlich wenn ihr in 5 Jahren auf diese Szene hier zurückblicken werdet, werdet ihr sagen, mein Gott, damals hat ja noch keiner Bücher publiziert, zum Beispiel denkt mal zurück vielleicht YouTube vor 10 Jahren, damals war YouTube auch schon gigantisch, extrem viele Leute waren auf YouTube drauf und sicherlich vor 10 Jahren hätte man sagen können, YouTube ist ja schon voll, da gibt es schon so viele Leute, die da drauf sind, stimmt, da möchte ich gar nicht erst einen neuen Kanal starten und denkt mal nach, wenn ihr für 10 Jahre jetzt einen YouTube-Kanal gehabt hättet, wie unglaublich viel Geld ihr hättet machen können. Und genau dasselbe ist es auch in diesem No- bzw. Low-Content. So geil, ey. Hätte ich vor 10 Jahren einen YouTube-Kanal gemacht, ich hätte mir Rolex-Uhren leisten können, Ferraris und so weiter. Schöne Cappies. Ach ja, so ist das. Nein, Spaß. Komm. Humor. Und im Bereich, die Chance ist noch da. Es gibt nicht wirklich etwas, was tatsächlich dagegen spricht, mit dieser ganzen Geschichte hier zu starten und vielleicht in 5 oder 10 Jahren. Naja, du hast gesehen mit der Idee, mit dem, ne, Domains oder so, ne, dazu einen Blog, dazu eine Nischenseite zu bauen. Ja, und dann ein paar Blogartikel und so, YouTube-Video einbetten, Links zum Blog unter den YouTube-Videos zu machen und. Ah. Ja, vielleicht Pinterest zu benutzen und. Werdet ihr zurückblicken und werdet sagen, ich war ja da damals einer der Ersten, weil diese ganze No-Beziehungs-Low-Content-Geschichte, die existiert vielleicht seit 5 Jahren oder so, ist das richtig populär. Davor haben sicherlich auch schon ein paar Leute gemacht, aber 5 Jahre ist auch im Internet nicht sonderlich viel. Deswegen fangt auf jeden Fall jetzt an und ein Tool, das, wie gesagt, ihr einfach braucht, ist dieses hier namens Publisher Rocket. Ich habe das mal angegeben, es gibt ja alle möglichen Nischen, die sich sehr lohnen, zum Beispiel diese hier, $5,416, $8,946, $8,744, dann $7,537 und so weiter und so fort. Übrigens, wobei ich weiß nicht, ob das nicht überschneidet, ne? Weil das dann natürlich das Keyword ist, ne? Ob dann nicht die Einnahmen auch, oder ob das wirklich die Einnahmen mit diesen Keywords sind oder so. Also ich bezweifle das immer noch, oder ob das dann halt,
weil das ja immer das Hauptkeyword ist, plus ein bisschen drangehangen oder so. Ja. Wenn ihr auch genau diese Informationen hier haben möchtet und ihr möchtet euch Publisher Rocket holen, dann schaut gerne mal in die... Ach so, auch One Line a Day oder so, ne? Journal oder so, wenn die Konkurrenz so stark ist oder so. Und du gehst natürlich über deinen eigenen Content, deinen eigenen YouTube-Content, deinen eigenen Blog und so da nochmal rüber. Haust du dann auch, wenn dein Produkt halt keinen Bestseller-Rang hat und ganz hinten gelistet ist, haust du dann auf dein Produkt externen Traffic, Verkäufe und dein Rang steigert sich natürlich durch diesen externen Traffic. Und wenn du das dann natürlich noch machst mit einem Affiliate-Link, kann das natürlich auch noch sein, egal was die Leute kaufen und du bekommst ein paar Euro. Und ich würde diesen Blog ruckzuck in den Top 10 bei Google reinbekommen. Auf jeden Fall in Deutsch, so wie das aussah. Nach 2 Wochen ist das in den Top 10. Und dann weiter Gas geben und dann auf meine Produkte diesen externen Traffic draufheilen. Und egal, die kaufen sich ein anderes Buch oder so, ich verdiene trotzdem Geld. Die kaufen mein Buch, ich verdiene wieder Geld. Vielleicht habe ich da sogar ein paar AdSense-Werbebanner oder so. Vielleicht sammle ich sogar eine E-Mail-Adresse, sei das hier, so deine Musterseite zum Selbstausdrucken. Eine Seite kannst du sie ausdrucken oder so gegen eine E-Mail-Adresse oder so. Ja, verstehst du? Das ist Marketing. Da verdienst du mit Geld. Ja. Komm in meine Mastermind. Komm in meine Facebook-Gruppe. Komm in meine Telegram-Gruppe. Abonnier meinen YouTube-Kanal. Videobeschreibung rein. Dort findet sich ein Link zu Publisher Rocket. Kostet einmalig $97. Ihr müsst dafür nie wieder bezahlen. Ich habe das einmal vor Ewigkeiten gekauft, benutze es jetzt seit Jahren und es ist wirklich ein absolutes Vermögen wert, weil ihr halt damit genau diese ganzen Nischen hier herausfinden könntet. Legt es, wie gesagt, in der Videobeschreibung drin. Schauen wir uns das Ganze mal ganz praktisch an. Ich schaue, wie gesagt, immer darauf, dass das monatliche Einkommen möglichst hoch ist. Anschließend dann schaue ich mir an, wie hoch dieser Schwierigkeitsgrad der Konkurrenz hier auf der rechten Seite ist, auch sogenannter Competitive Score. Der sollte unter 60 sein. 1 bedeutet, es ist extrem einfach, in diese Nische reinzugehen. 100 bedeutet, dass es so gut wie unmöglich ist, in diese Nische noch reinzugehen. Und wenn er, wie gesagt, unter 60 ist, dann ist das eine recht attraktive Nische. Und hier haben wir zum Beispiel alle möglichen Nischen, die sich wirklich, wirklich lohnen. Zum Beispiel sagen wir mal, diese hier oben, One Line a Day Journal 2021, macht $1,721 und da haben wir einen Schwierigkeitsgrad der Konkurrenz von 30. Oder zum Beispiel hier unten. Aber wieder, das ist ja nur der Amazon-Traffic. Ne? Das Buch wird ja vielleicht über andere, wie Thalia oder so, auch oft verkauft oder in normalen Buchhandlungen. Über den Blog kannst du dir halt diesen ganzen Traffic runtersaugen. Und du kannst natürlich auch Partnerprogramme und sagen, hier, ganz wichtig, du kannst dir auch sagen, hier, du kannst es bei Amazon kaufen, du kannst es bei eBay kaufen und Thalia wird höchstwahrscheinlich auch ein Partnerprogramm haben. Und dann habe ich dann halt mehrere Seiten, die ich promote. Und vielleicht 5, 6 Partnerprogramme, die dann halt Einnahmen generieren über diesen onelineaday.de Blog. Vielleicht noch in .com oder so. Ich bin mal gespannt, ob das jemand macht. Schreib mir auf jeden Fall auf Instagram und schreib mir, hey, und wenn wir uns das nächste Mal sehen, irgendwo auf einem Event oder so, darfst du mir auch einen Kaffee dafür ausgeben für den Tipp. Ja, mach das mal. One Line a Day Journal Baby, $6,753 bei gerade mal einem Competitive Score, einem Schwierigkeitsgrad der Konkurrenz von 36. Oder das hier drüber, One Line a Day Journal Mom, $4,271 und gerade mal einen Competitive Score von 33. Und wenn ihr übrigens mal die Konkurrenz euch anschauen möchtet, dann klickt einfach hier rechts auf Konkurrenz. Auch das mit dem Mom oder so, ne? Das sind diese Keywords, die du für die Blogartikel benutzen kannst. Unfassbar. Und dann halt auch fremde Produkte reinnehmen in deinem Blog und so, nicht nur dein eigenes. Natürlich, dein eigenes ist immer so ein bisschen Vorrang oder so, aber dann halt auch durch 3 fremde Produkte oder so. Warum nicht? Und ihr könnt euch ganz genau anschauen, welche Bücher das sind. Und hier haben wir nicht mal so ein paar Bücher, die wir eben gerade schon gesehen haben. Und das Tolle ist, dass sehr viele von diesen Büchern sehr, sehr gut performen. Das heißt, das A und O für mich ist auch immer, dass ich nicht einfach nur mir die Daten angucke und sage, okay, die Nische lohnt sich, sondern eher, dass ich nochmal in diese Nische reingehe. Das heißt, das, was wir jetzt gerade tun, und dass wir einfach schauen, dass es halt hier... Das obere Buch soll ein Moms One Line a Day von wie viel? $231 am Tag? Wow! Auch eine relativ homogene Verteilung gibt. Das heißt, wenn du das richtig machst, nach meiner Anleitung und wirklich mit Marketing-Skills, wirklich vernünftig, da kannst du auch 5.000 machen oder so mit dem Blog und dann deinen eigenen Büchern oder so. Die Affiliate-Einnahmen kommen noch dazu, AdSense-Einnahmen, wie das, die E-Mail-Adressen oder so. Vielleicht Tagebücher noch da rein, weil das passt auch als Blogbeitrag mal ein Tagebuch oder so. Ja.
gibt, was einfach bedeutet, dass nicht ein YouTube-Videos das Geld macht und dementsprechend, sag ich jetzt mal, dann dazu führt, dass halt die Nische anscheinend profitabel aussieht. Es ist eher wichtig, dass halt sehr viele Bücher zumindest gutes Geld machen, damit man halt einfach sagen kann, okay, meine Chance in dieser Nische Geld zu verdienen, die ist auch noch relativ hoch. Und genau das ist es hier. Es gibt, wie gesagt, viele Bücher, die gutes Geld machen. Wir können hier mal auf Load More klicken, ob es dann noch mehr gibt. Tatsächlich, eigentlich sehr, sehr viele Bücher in dieser Nische machen richtig gutes Geld. Und selbst wenn euer Buch vielleicht nur $228 pro Monat macht oder sei es nur 217 oder sowas, ist das definitiv eine Nische, in die man mal reinschauen sollte. Genau, das schon mal dazu. Jetzt wollen wir uns anschauen, wie man genau solch ein Buch umsetzen kann. Zuallererst braucht ihr natürlich ein KDP Interior, das heißt, ihr braucht praktisch einfach ein Innenleben von diesem Buch. Und da habe ich euch mal folgendes Template hier rausgesucht. Das kostet gerade mal $2,99. Link ist in der Videobeschreibung drin und das ist direkt uploadbereit. Das heißt, da müsst ihr auch absolut nichts mehr dran ändern. Es sind insgesamt 67 Seiten, das Ganze ist formatiert 6x9. Das heißt, wie gesagt, vollkommen fertiges Template. Und da drin befinden sich dann halt, wie gesagt, solche Dokumente, zum Beispiel halt so ein Cover, One Line a Day Journal, this book gives to, und dann das Jahr, das können die Leute halt direkt selbst eintragen und anschließend dann natürlich die Monate. Das heißt, hier können sie dann praktisch für jeden einzelnen Tag einen Satz aufschreiben. Okay, Design gefällt mir jetzt nicht so, aber es ist fertig. Einfach mal das erste Ding hochladen, schon hast du für den Blog dein erstes Produkt. Das kann ja immer noch schöner werden. Zweite Auflage, dritte Auflage kann ja ein bisschen schöner werden oder so. Aber du hast das fertige Produkt ruckzuck fertig. Ja, schauen wir mal weiter, was er noch Schönes hat. Wenn Sie das möchten. Dann natürlich das nächste, was ihr braucht, ist, ihr braucht einen Coverdesigner. Da habe ich euch auch schon mal diese Dame hier vorgeschlagen. Die habe ich auch wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Ein Cover kostet gerade mal $10 und die macht das wirklich sehr, sehr gut. Jetzt möchte ich euch noch zeigen, wie ihr das Buch hochladen könnt. Anschließend dann möchte ich euch aber auch noch mal zwei Tipps geben, wie ihr solche Bücher promoten könnt. Das heißt, wie ihr dafür sorgen könnt, dass ihr bald und schnell mehr Sales generiert. Okay, fangen wir zuallererst mit dem Upload-Prozess an. Dazu einfach nur auf kdp.amazon.com draufgehen. Anschließend dann könnt ihr in euer Bücherregal reingehen und auf Taschenbuch draufklicken. Das heißt, Account erstellen, dann auf Bücherregal klicken, dann auf Taschenbuch klicken und anschließend dann könnt ihr halt praktisch hier eure Daten eintragen. Nochmal, weil ich immer wieder die Frage halte, ja, Amazon druckt tatsächlich für uns das Buch und schickt es an unseren Kunden. Amazon stellt die Rechnung, Amazon führt die Umsatzsteuern ab und so weiter und so fort. Wir kümmern uns absolut um gar nichts anderes, außer diese Informationen hier praktisch eintragen und das Buch hochladen. Zuallererst müssen wir hier Folgendes tun, nämlich wir müssen die Taschenbuchdetails hochladen oder beziehungsweise müssen die eintragen, zum Beispiel als Sprache Englisch. Da müssen wir den Buchtitel und Untertitel eintragen, hier auf jeden Fall die Keywords aus Publisher Rocket nehmen, das heißt, die hier auf jeden Fall probieren zu integrieren, weil ihr damit einfach schneller Reichweiten erzielen könnt. Anschließend dann bei der Serie müsst ihr nichts eintragen, bei der Auflage hier einfach eine 1 rein. Anschließend dann bei Autor müsst ihr auch natürlich eure Namen eintragen. Ihr könnt auch hier einen Künstlernamen nehmen, was die meisten im Amazon KDP Low Content Bereich tun, aber müsst ihr nicht zwingen. Ihr könnt Max Mustermann. Dagegen spricht absolut gar nichts im Impressum von eurem Buch. Das müsst ihr auf jeden Fall immer hinzufügen. Da natürlich einfach bitte euren echten Namen auch reinschreiben. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Künstlernamen auf dem Titel oder auf dem Cover verwendet, dann natürlich zum Beispiel hinschreiben, sagen wir mal, Max Mustermann wird vertreten von oder wird vertreten durch. Anschließend dann Mitwirkende, da muss auch nichts rein. Dann bei der Beschreibung, hier würde ich ja wirklich probieren, diese 4000 Zeichen auszunutzen. Das heißt, hier eine ordentliche, lange Beschreibung zu integrieren, auf jeden Fall auch die Keywords zu integrieren. Nicht für jedes einzelne Buch dieselben Beschreibungen nehmen, falls ihr sehr ähnliche Bücher publiziert. Das würde ich euch nicht empfehlen. Dann ja, ihr seid der Inhaber des Urheberrechts, das heißt einmal hier oben draufklicken, dann die 7 Keywords hier eingeben, bitte alle 7 Keywords eingeben, das heißt hier nicht irgendwelche Bereiche freilassen. Die Keywords sind einfach nur die, die wir gerade mit Publisher Rocket generiert haben, das heißt diese Stichwörter, diese Keywords einfach aus Publisher Rocket rausnehmen und hier reintun. Dann bei der Kategorie auch Kategorie auswählen, klicken, nicht klassifizierbar ist das, was viele Leute wählen. Ihr könnt natürlich aber auch, wenn ihr möchtet, andere Kategorien wählen und dann auf nicht jugendfreie Inhalte habt ihr sowas natürlich nein und dann klickt ihr einfach nochmal hier auf Speichern und Fortfahren. Sobald ihr es getan habt, könnt ihr dann die Taschenbuchinhalte eintragen. Das heißt, einmal ladet ihr die Datei als PDF hoch und natürlich auch müsst ihr das Cover als PDF hochladen. Sobald ihr damit durch seid, müsst ihr dann einfach nur die Rechte und die Preise festlegen. Das heißt praktisch, dass ihr weltweit publizieren möchtet und dann nochmal der Preis. Da würde ich halt schauen, dass ich mich ungefähr an den Büchern publiziere, die sich bereits in der Nische drin befinden. Das heißt, ich würde so einen Preis festlegen von irgendwas zwischen vielleicht 5,99 bis 12,99. Ach so, nochmal vielleicht ein Tipp. One Day Dingsbumstar-Journal.com. Einfach das nochmal testen. Ich habe das jetzt nicht getestet oder so mit Journal am Ende oder so oder Book oder so. Einfach mal testen. Vielleicht ist dann auch noch eine tolle .com-Domain frei und ja, vielleicht auch nochmal testen, wie viele Suchanfragen man über Google generieren kann damit und dann versuchen, in den Top 10 relativ schnell zu kommen. Und das wirst du schaffen.
Ich denke, das ist ein guter Preis. Wie kann man aber jetzt die Bücher promoten? Ich würde euch Folgendes empfehlen, nämlich, wenn ihr auch selbst so ein Buch nutzt, was auf jeden Fall empfehlenswert ist, dann schreibt, wie gesagt, einfach jeden Tag etwas auf, macht davon ein Foto, postet das auf Pinterest, schreibt da vielleicht nochmal ein paar Punkte zu und verlinkt natürlich immer euer Buch auf Amazon. Das Zweite, was kann man machen, könnt, ja. Sie können genau dasselbe auch bei Instagram machen, das heißt einfach den Hashtag OneLineADay nutzen und dann, wie gesagt, hier immer euer Buch verlinken. Das ist immer ein sehr, sehr guter Weg, um schon mal ein bisschen Reichweite zu generieren. Gut, das war's denn hier für dieses Video. So, das war's. Ja, einen eigenen Instagram-Kanal, der so heißt wie der Blog. Oder so, klar, der YouTube-Kanal. Wir haben gesehen, da waren echt viele Aufrufe zu bekommen. Und dann wird es geiles Marketing. Mein Name ist Micha Kotzo, ich bin Rucksackunternehmer. Ich habe hier noch zwei weitere Videos für dich. Check die auch ab, ich bin raus. Ciao.